Check die Links in der Videobeschreibung für schnelle und preiswerte FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Guthaben. Vielen Dank für deinen Support und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 54. Folge der FIFA 17 Karriere mit dem VfB Stuttgart. Und heute also wirklich mit der 54. Folge. Ich habe es im letzten Part als eine solche schon betitelt, aber hat nicht gestimmt. Heute ist Part 54. Und zwar gegen Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga. Der 11. Spieltag, der ansteht. Wo wir natürlich heute, ja, mal wieder Bock hätten, 3 Punkte einzufahren. Gegen Hannover. Das wäre nicht so schlecht. Aber bevor wir das Ganze angehen und darüber quatschen werden, gibt's noch 1, 2, 3 Dinge, die ich nicht vernachlässigen wollte. Zum einen, der Man of the Match der letzten Folge. Ihr habt natürlich wieder gewählt. Es ist der gute Carlos Mané mit 60% knapp der Stimmen, die er erhalten hat. Also Mané, relativ unangefochten auf der 1 von euch gewählt. Wichtiges Tor gemacht, geil gespielt, hat das sich absolut verdient. Das zum einen. Dann zum anderen, wenn es euch natürlich heute wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schaut gerne wieder in der Infobox oben vorbei. Bezüglich dann der Man of the Match Umfrage, natürlich erst nach dem Spiel, ist klar, damit er da wieder votet. Und wir haben noch die monatlichen Scouting Updates. Das sind die Geschichten, die wir heute erstmal angehen werden, plus noch eine kleine Personale, die ihr in die Kommentare reingeschrieben habt. Die will ich auch nicht vernachlässigen, machen wir aber gleich. Wir gucken jetzt erstmal rein, ich bin mir gerade auch relativ unsicher. Oh, der ist schon transferiert, der geht schon. Ich bin mir nämlich gerade relativ unsicher, ob wir in unserer Jugendschule überhaupt gerade Platz haben. Hier geht es übrigens mit den Einmonatigen los. Dann mache ich mal hier erstmal Start. Ob wir da Platz haben oder ob wir da erstmal jemanden erledigen. jemanden entlassen müssen. Erledigen müssen wir keinen. Das ist die Frage. Aber der hat ein geiles Potenzial, ne? 72 bis 94, allerdings ein aktuelles Kack-Rating. 40 bis 54 nur. Aber gut. Gucken wir mal durch. Alter, bis 275.000 wert. Stefan Barrett. Werde ich mal verpflichten, ne? Kostet uns ja soweit nichts. Der hat auch nicht so ein geiles Startrating. 190.000 allerdings wert ist jetzt auch nicht so schlecht. 325.000, 66 bis 90. Verpflichten wir auch mal. Und damit sind wir, glaube ich, soweit erstmal durch. Was ist mit ihm hier noch vielleicht? 120.000 lassen wir mal. Ich glaube, ich bin da soweit erstmal zufrieden. Der hat halt so ein geiles Potenzial, aber so ein schlechtes Startrating. Ne? Da kannst du relativ wenig mit anfangen. Der ist ja noch schlimmer hier. Naja. Das auf jeden Fall soweit zu den Franzosen. Und dann machen wir mal weiter mit den Jungs aus Deutschland. Der mittlerweile schon 3 Monate am Start. Ich würde auch da fast sagen, der ist gewechselt, der Paul Dietrich. Ich würde auch da fast sagen, wir nehmen mal die Einmonatigen erstmal soweit mit 330.000, 67 bis 91. Lasse ich mal noch scouten. Den lassen wir mal noch scouten. Den lassen wir scouten. Den lassen wir erstmal scouten. Der könnte sehr interessant sein. Benjamin Hoffmann, allerdings halt wieder einen Keeper. Deswegen lasse ich den auch erstmal drin. Wir haben keepertechnisch schon so dermaßen viele, dass wir da nicht uns großartig umschauen müssen. Noch ein Keeper. Wahnsinn. Also aus Deutschland schaue ich das mal an, wie viele Keeper da kommen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Von dem her, das passt. Und dann, last but not least, wollen wir natürlich nicht vernachlässigen, Belgien, wo wir auch nochmal unseren Scout entsandt haben. 46 bis 60. Den nehme ich mal mit, den Kollegen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Platz, Jungs. Das wäre jetzt ziemlich bitter. Und der vielleicht noch. Ne, den lasse ich mal. Okay, dann lassen wir die soweit mal drin, machen aber natürlich auch nochmal den ganzen kurzen Schwenk rein in die Jugendakademie, wie es denn jetzt da aussieht, wie wir da ratingtechnisch aufgestellt sind. Ich habe mir jetzt leider den Namen nicht genau gemerkt. Ich glaube, er war schon länger mit am Start. Wir müssten ja auf jeden Fall 2, 3 Franzosen haben. Schauen wir, ob einfach einer mit über 60 nochmal rausragt. Bisher noch nicht, aber die sind alle, sagen wir mal, so 56 grob aufwärts. Was das Rating angeht. Und wie gesagt, die meisten sind ja so 16, 17, 15 zum Teil da auch. Das passt. Die lassen wir einfach mal weiterentwickeln. Gucken wir mal, was da passiert. Das war dazu. Und dann noch, wie gesagt, eine letzte kleine personelle Geschichte. Britos war noch einer, den wir ab und zu mal spielen lassen sollten. Ne? Der gute mit der 68. Werde ich mal mitnehmen. Wir müssen mal schauen. Wie gesagt, Ofori wird gefordert, dass wir den spielen lassen. Wir haben den jungen, geilen Özcan, der sich dann noch entwickeln kann. Wir haben ja normalerweise Maxim, der standardmäßig auf 10 eigentlich spielen soll. Und wir haben halt auch noch den Brito unter anderem. Deswegen nehme ich den mal mit, mal gucken, ob wir da heute die Möglichkeit haben, den reinzuschmeißen ins Geschehen, damit ihr da ein paar Minütchen bekommt. Und was wir auch noch gemacht haben, wir haben gemeint, Brekalo hat sich einen Startelf-Einsatz verdient. Also Brekalo, Mané von Beginn an und Grifo erstmal auf der Bank. Und dann passt das, glaube ich, soweit ganz gut. Ja, so lassen wir es. Dementsprechend, Jungs, lang gequatscht, nichts gemacht.
Typisch Lappi. Willkommen in meinen Videos. Wir starten rein in die Partie gegen Hannover 96. Gucken noch ein ganz kleines bisschen. Ganz schnell, aber ganz, ganz schnell auf die Tabelle. Wir aktuell ja auf Platz 11, Hannover auf Platz 15. Und ich habe es im letzten Part schon angesprochen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel. Weil wenn du das gewinnst, dann sieht es sehr gut aus. Dann hast du dann einen ordentlichen Vorsprung nach hinten. Und das wäre natürlich genial, vor allem nach einer Phase, wo wir jetzt leider länger nicht mehr gewonnen haben. Wäre das verdammt nochmal wichtig. So, Schnee ist wieder angesagt. Heißt, ich werde es wieder auf Regen oder auf Schauer von mir aus ändern. Und dann gehen wir rein. Legende natürlich wie immer. Waldstadion zu Hannover, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Hannover sicherlich. Was heißt, ich weiß nicht, ob Hannover mega unzufrieden ist mit der Saison. Ich denke mal, Hannover hat eine Saison, die so relativ zu erwarten war. Kämpfen um den Abstieg, wie wir eigentlich auch. So viele Punkte sind sie auch nicht an Unterschied. Auch wenn die Tabelle mit Platz 11 da vielleicht so ein bisschen trügt. Das ist trotzdem eine ganz knappe Geschichte. Also von dem eine relativ ähnliche Saison, wie wir da gerade aufs Parkett gelegt. Und wir müssen jetzt mal so langsam wieder angreifen. Das war da mal wieder 3 Punkte einfahren. Ich glaube, es sind mittlerweile, ich bin mir nicht mehr ganz sicher wieder, 5 Spiele auf jeden Fall in Folge, die wir in der Bundesliga nicht mehr gewonnen haben. 3 Unentschiedene, 2 Niederlagen dürften es, glaube ich, gewesen sein. Das Spiel davor im, ich weiß gar nicht, welchen Monat wir uns aktuell befinden. Ich glaube, es ist November, Oktober, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall im Monat davor, da weiß ich gar nicht. Kann gut sein, dass es sogar mittlerweile 6, 7 Spiele sind, die wir nicht mehr gewonnen haben. Aber gut. Robert Huth, Freunde. Eine Legende zurück in der Bundesliga. Kapitän Robert Huth bei Hannover 96. Ich dachte mir doch, das kenne ich irgendwoher, das Gesicht. Absoluter Wahnsinn. Okay, das ist ja schon mal sehr geil. Sehr, 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 sehr geile Geschichte. Eine Legende kehrt in die Bundesliga zurück. Wahnsinn. Wir gucken ganz kurz rein, dass soweit der Tabellenstand. Allerdings sehen wir da weder Hannover noch uns, aber Wolfsburg auf 1, gefolgt von Dortmund. Also, da ist eine Tabellenregion eingeblendet worden, die wahrscheinlich nicht unbedingt so schnell für uns zu erreichen ist. Vor allem, was das da ganz oben angeht. So Platz 9 vielleicht noch okay, aber der Rest, naja. Wir gucken mal rein in die Aufstellung. Königsmann im Kastner, dann Prip, Anton, Huth, Sorg, Bakalorz, Hirsch, Wolf, Akabuese, Skrivelli oder so und Hanik vorne im Sturm. Also das ein 4-2-2-2. Und bei uns relativ unverändert, bis auf den Kollegen Brito, Brito, der auf der Bank sitzt, ja. Und auf der linken Seite der Herr Brekalo, den wir also da mal reinschmeißen, der sich's verdient hat von Beginn an spielen zu dürfen. Gehen wir's an, Jungs. Wie gesagt, wichtiger Spieltag. Ich will das gewinnen. Von dem her Vollgas geben. So, kommt da gleich mal über die Seite. Mittelstädt eigentlich mit einem ordentlichen Zweikampf. Der Ball springt aber leider wieder zum Gegner. Und wir kriegen mit Brekalo die Chance, die wir leichtsinnig hergeben. Jetzt macht das gut. Jetzt macht das besser. Brekalo, Gentner. Guter Ball. Vielleicht mal die Konterchance. Rudi. Guter Ball auf Mané. Man of the Match, wie gesagt, im letzten Spiel gewesen. Wood wartet auf den Mitspieler, findet ihn nicht so ganz. Das ist schön gespielt, das ist ja überragend. Und dann geht der nicht rein. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was ein Spielzug, den wir da einfach mal rauszaubern. Und das ist halt wieder das. Erinnert euch an das letzte Spiel gegen Hoffenheim. Die haben 2 solche dummen Tore gemacht. Wir haben so einen schönen Spielzug und uns fehlt einfach ein klein wenig Glück. Nicht mehr, nicht weniger. Aber das werden wir schon hinkriegen. Rudi, Elfmeter. Das muss den Elfmeter geben. 10. Minute. Da werden wir gesenzt. Das ist nicht gut, sondern keine Ahnung. Das müsste auch noch die rote Karte geben. Also ein denkbar ungünstiger Start für die Heimmannschaft aus Hannover. Und wir mit der Chance, per Elfmeter 1-0 in Führung zu gehen. Maurice Hirsch, wir gucken nochmal rein. Da hatten wir jetzt Glück, dass der Ball nochmal genau zu uns prallt. Und dann die Sense. Da hätten wir uns, glaube ich, sogar den Ball schon zu weit vorgelegt. Aber wir gucken mal. Mit wem schießen wir? Schießen wir mit Mané? Wir schießen nicht mit Mané. Wir schießen mit Bobby Wood, Freunde. Es ist die 11. Minute in Hannover. Bobby Wood. Bobby Wood macht ihn. 1-0. 8. Saisontor vom Ex-Hamburger. Richtig gute Geschichte. Und damit, glaube ich, kommt er schon nah ran an den Top-Torschützen aus der Aufstiegssaison. Und das nach gerade mal 11 Spieltagen. Also Wood schlägt ordentlich ein, guter Elfmeter. Sonst schieße ich die ja in der Karriere oftmals nach rechts. Ich dachte mir, komm, diesmal nach links. Keeper bleibt stehen. Wood macht ihn. Hannover mit einer roten Karte. Wir 1-0 vorn. 80 Minuten noch vor der Brust in Überzahl. Das klingt alles sehr gut. Aber wir müssen da weiter konzentriert bleiben. Chirivelli geht raus. Schmiedebach kommt rein. Also Hannover natürlich da jetzt erstmal mit der Umstellung. Klar, dass man da jetzt erstmal einen offensiven rausnehmen muss. Allerdings sieht das trotzdem weiterhin nach einer Dreierkette aus. Schmiedebach ja kein Innenverteidiger. Außer die haben dann sonst irgendwie noch umgestellt. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wie Hannover da jetzt
agieren wird. Aber wie gesagt, das ist genau das, was wir jetzt endlich mal brauchen und was wir uns auch, glaube ich, über die letzten Wochen einfach mal irgendwo auch verdient haben, dass wir da mal mit früh in Führung gehen und dass der Gegner da auch mal noch einen Mann weniger hat. Also, dass es da wirklich ziemlich perfekt aussieht. Ganz, ganz stark. Gentner. Gut nach unten gelegt. Da ist Bobby Wood. Da unten ist ganz viel Platz. Und da ist Brekalo. Und dann kommen wir nicht hin. Sorkan gerade zu klären. Hannover schwimmt komplett. Hannover schwimmt komplett. Ecke bringen wir mal in die Mitte. Ofori. Kommen leider nicht so ganz in den Zweikampf. Nochmal abgelegt. Nochmal gespielt. Mané gibt die nächste Ecke. Powerplay vom Allerfeinsten. Also gucken, dass wir da vielleicht ja das zweite gleich nachlegen können. Und Baumgartl hat das vor, aber köpft ihn leider knapp drüber. Und dann dürfte das schon so eine kleine Vorentscheidung sein. Gegen Hannover 96, die bis dato noch überhaupt nicht stattfinden. Aber sowas von gar nicht. Gibt es da jetzt aber erstmal den Freistoß für die Männer in Rot. 1-0 halt dagegen ist eine ganz knappe Geschichte. Da kann irgendwie ein dummes Ding reinfallen. Und mit dummen Gegentoren, wie gesagt, da kennen wir uns durchaus aus. Also von dem her, da bitte einmal ganz genau aufpassen, aufpassen, aufpassen. Gut von Brekalo. Nicht unbedingt als Defensiv-Zweikampfsmonster bekannt, aber macht das stark. Klärt zum Eckball und die bringt jetzt Hanik, glaube ich, da in die Mitte. Hanik mit der Flanke. Ofori überragend gemacht. Sieht Gentner und der Ball war nicht ganz so toll gespielt. Verliert ihn da erstmal, aber kein Problem da. Für Mitch Lengerick, 25 Minuten vorbei. Lasst uns diesen Druck, den wir da in den ersten Minuten aufgebaut haben, auch weiter fortführen, Jungs. Come on, nicht jetzt hier zurückstecken. Guter Ball. Rudi auf Wood. Der ist leider ein bisschen zu lang, beziehungsweise Wood nimmt den zu weit nach vorne an. Aber alles soweit in Ordnung. Was natürlich auch ganz interessant ist, wenn es bei dem Spielstand und bei dem Spielverlauf an sich so bleibt, natürlich auch die Möglichkeit, dann wirklich mal den Brito zu bringen. Also wenn wir jetzt hier das 2-0, oh schade, noch vor der Pause schaffen sollten, wenn das noch klappt, dann bringe ich Brito gleich mal nach 45 Minuten, ne? Aber da steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Baumgartl auf Kevin Großkreuz. Großkreuz, der Ball in die Mitte. Wood nochmal eins weitergelegt. Ofori wartet auf Wood. Findet ihn nicht, aber Wood findet vorne den Mitspieler. Das ist Gentner. Oh, wenn er den mit der Hacke in die Mitte kriegt. Ey, wir spielen heute den super Fußball. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Nicht nur seit der roten Karte, sondern auch vorher, was wir da heute rauszaubern. Das war allerdings nicht so geil rausgezaubert. Bakalorz. Da ist Wolf. Kommen wunderbar eigentlich in den Zweikampf, aber können den Körper nicht einsetzen gegen Wolf. Warum auch immer. Immer noch in Ballbesitz. Immer noch Wolf mit dem Solo da. Hanik. Oh nein, oh nein. Hanik, Hanik, Hanik. 1-1. Ich komme nicht in den Zweikampf. Ganz, ganz schlecht von mir verteidigt. Und Martin Hanik in der 37. Minute mit dem ersten wirklichen Abschluss von Hannover und dem Tor. Genauso wie so ein Spiel eben dann laufen kann. Steigt da drauf und dann, ja, macht er den rein, Freunde. Ganz, ganz bittere Pille. Der Ex-Stuttgarter trifft und alles wieder ausgeglichen. Gibt's denn das, Mensch? Die Chancen waren da zum zweiten. Der Ball will nicht rein mal wieder und du kriegst hinten mit der ersten Aktion das Gegentor. Wir sind also immer noch in dieser verdammten Scheißphase drin. Es will irgendwie nicht funktionieren, dass einfach mal Sachen auch für uns sprechen. Das klappt noch nicht. Wahnsinn. Wolf wieder. So, diesmal kommen wir besser in den Zweikampf mit Großkreuz. Da ist Mani. Da ist Gentner. Guter Ball nach oben. Großkreuz schiebt ein bisschen an. Großkreuz. Guter Ball auf Gentner. Gentner! 2-1! 41. Minute. Da dauert es nicht lang. Da packt sich der Kapitän und ein Herz und macht den überragend rein. Wunderbar. Per Finesse-Schuss ins lange Eck gesetzt. Guckt euch das mal an. Gentner! Also viel schöner kann man den nicht machen. Und auf einmal steht es wieder 2-1. Der Kapitän sorgt für die Führung einer seiner ersten Tore. Wenn überhaupt, wenn vielleicht sogar das erste Tor in der aktuellen Saison. Wichtiges Ding. Und wieder alles zu unseren Gunsten. Gott sei Dank, aufpassen. Hannover kommt. Hannover kommt da. Wir kommen nicht in den Zweikampf. Das gibt's nicht. Gut abgelegt. Baumgartl gut gespielt. Rudi, schöner Ball. Gentner schiebt da nochmal an. Wunderbar. Schöner Doppelpass. Wood, da ist Mané. Mané rübergelegt. Wieder Gentner. Gentner, ja, war in Ordnung. Ofori. Überragend, Gentner sieht oben Bobby Wood und Bobby Wood macht ihn nicht. Das muss es halt sein. Ey, wir könnten ja 5-1 führen, ungelogen. Aber wir machen die Dinger nicht rein. Und das ist ein riesengroßes Problem. Aber gut, damit gehen wir jetzt, glaube ich, erstmal in die Pause. Da dürfte erstmal soweit nichts mehr passieren. Nochmal Sorg, der anschiebt. Da ist Akabuese. Und damit gehen wir rein. 45 Minuten gespielt. Es ist spielerisch top, was wir machen. Einmal hinten nicht aufgepasst, aber sonst nach vorne geil, hinten ordentlich verteidigt. Nur wir machen die Tore nicht. Und das ist ein Problem. Wood muss den da gerade treffen zum Beispiel.
Wir gucken mal rein. Köln gegen Mainz 0-0. Bremen führt mit 1-0 gegen Hertha. Die Bayern führen in Dortmund. Oh, Spitzenspiel. Leipzig-Wolfsburg noch nicht angepfiffen. Und Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Ein 0-0 zur Halbzeit. Wir gucken mal rein in die Spielinfo. 6 Schüsse, 3 aufs Tor. 53% Ballbesitz. Eieiei, da wäre viel, viel, viel mehr drin gewesen, wenn wir unsere Chancen konsequent da vorne rausspielen. Aber gut, zweite Halbzeit, Jungs. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, aber ich denke mal, so bis zur 60. Minute bringe ich dann mal Brito. Dann werden wir dem mal ein paar Minütchen heute hier geben. Und gucken, was der da nach vorne so anstellt. Schlechter Ball, beziehungsweise nicht entgegengekommen. Aufpassen, Schmiedebach. Kommen wir nicht in den Zweikampf. Guter Ball nach oben. Anna Kabeze oder wie auch immer. Und er war super gespielt. Er war auch super gespielt. Boah. Brutaler Angriff von Hannover 96. Das war ganz starker Fußball. Ich gehe mal ein bisschen auf Defensiver jetzt zum Beginn der zweiten Halbzeit. Dass wir einfach ein bisschen tiefer stehen. Trotzdem wollen wir natürlich in der Offensive noch für ein bisschen Alarm sorgen. Gut, gut gemacht. Brekalo wartet. Macht er gut. Schöner Ball. Mittelstädt. Wo war der denn hin? Was war das denn für ein Pass? Jungs, konzentriert euch. Wir geben das heute nicht her. Das kann nicht sein. Ich drück die Passtaste minimal leicht und der macht sowas da. Das kann nicht angehen. Baumgartel. Nicht jetzt hier die nächsten dummen Punktverluste haben und hier Punkte abgeben. Gut von Ofori. Ja, Wood. Schöner Ball. Gut gespielt. So wollen wir es hier erstmal sehen. Ofori, gut nach oben. Da ist Brekalo. Guter Ball, gut gespielt. Ofori! 3:1, 57. Minute. Und damit ist das jetzt hier endlich durch, Freunde. Das war wieder ein wunderbarer Spielzug. Wir finden da perfekt die Lücken, die bei Hannover entstehen. Auch aufgrund natürlich der Tatsache, dass man da einen Spieler hat, der runter musste. Dass man da mit einem Mann weniger spielt. Und dann macht Ofori das wunderbar. Keeper kommt nicht hin. 3:1 und 60. Minute heißt, wir gehen jetzt mal rein. Brito kommt in die Partie. Bekommt er also mal ein paar Einsatzminuten. Und auch ein Julian Green werde ich bringen. Auf der linken Seite statt... Ich will den eigentlich statt Mané bringen. Ich bringe ihn erstmal statt Mané. Möchte Mané ein bisschen mehr schonen. Auf rechts brauchen wir Mané. Links Brekalo und Grifo. Da können wir auch mal wieder ein bisschen abwechseln. Aber Mané ist aktuell schon verdammt wichtig. Deswegen wird er erstmal geschont. Zwei Wechsel. Einen haben wir noch. Ofori Gentner Wood heute mit den Toren. 3:1 Führung, Freunde. So, und wieder 4 Tore, die bisher in diesem Part fallen. Also in letzter Zeit passiert da ein bisschen viel. Da passiert ein bisschen was. Das ist gut. Und diesmal, wie gesagt, auch endlich ein Sieg. Wir werden dann gleich mal schauen, dass seit wie vielen Tagen oder Spielen das der erste Sieg in der Bundesliga war, wenn ich es nicht vergesse. Bin ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, heute auch absolut verdient. Und alles in allem... Oh, war das fast schon ein Foul? Alles in allem auch ein ganz, ganz wichtiger. Hannover lassen wir damit weiter hinten drin in der unteren Tabellenhälfte im Abstiegskampf. Und wir können uns so ein bisschen in Anführungszeichen befreien. Schrägstrich und so ein bisschen ja nach vorne absetzen. Oder von hinten weg absetzen auch. So wie es sein muss, Jungs. Ganz, ganz wichtig. 20, 30 Minuten noch. Da jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Gentner. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Brekalo geht da lang. Aber komm nochmal kurz. Nochmal der lange Ball, der leider nicht ankommt. Zum Keeper zurückgelegt tut. Und dann nach vorne gebolzt. Und den Ball gewinnt, den wir da gleich wieder haben. Wunderbar. Schön gespielt. Bobby Wood. Guter Ball nach unten, das dürfte gleich mal Brito sein. Ah, kommt er leider nicht mehr an. Gegen die Innenverteidigung. Freunde, Freunde, boah, das tut so unglaublich gut. Ihr könnt gar nicht wassen. Füllkrug nochmal in der Partie bei Statanik. Bei den 96ern. Und dann wird das hier im Normalfall noch so ein bisschen runterlaufen. Schmiedebach. Langer Ball. Oh, was ein Ball, aber abseits. Auf Wolf hier. Wahnsinnsding. Wahnsinnsding. Baumgartel. Man hat auch nicht den Eindruck, dass Hannover da noch irgendwie dran glaubt. Dass man das heute dann nochmal rumreißen kann. Aber klar, das ist auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube, abseits mit... Boah, schade, da hätten wir die Riesenchance mit Brito gehabt. Den hätte ich es gegönnt. Mit einem Mann weniger 80 Minuten lang zu spielen. Das ist klar, dass du da nicht so die Möglichkeiten im Normalfall hast. Vor allem, wenn wir wie heute auch eine super Partie bis dato zeigen. Hannover kommt jetzt aber vielleicht nochmal über die Seite. Ich weiß gerade gar nicht, wer jetzt den Einwurf hat. Scheinbar Hannover. Also dann nochmal aufpassen. Jetzt nochmal so ein Türchen für die 96er. Und es könnte irgendwo nochmal eng werden. Wolf, Flanke in die Mitte. Mittelstädt kann klären. Das stand da eigentlich erstmal gar nicht so gut zum Kopfball. Aber macht's dann doch stark. Brito, schade, braucht ein bisschen zu lang. Allerdings Brito stark nachgesetzt. Und ein guter Ball. Brekalo. Da ist Woods.
Nimm nochmal Brito mit, wir haben ja die Zeit, alles okay. Wunderbarer Fußball, den wir da spielen. Und dann macht Gentner nicht das Tor, Königsmann holt den raus. Gentner fast mit dem Doppelpack, Jungs, Sachen gibt's. Achso, wir haben ja noch einen Wechsel. Den sollte man natürlich auch nochmal mit reinnehmen. Und zwar bringe ich dann links nochmal Grifo für Brecker los. Sonst hätte ich eigentlich Gentner gerne mal rausgenommen. Aber machen wir es mal so weit, Grifo. Kommt also nochmal in die Partie. Brekalo mit seiner letzten Aktion. Oh, Woods, der war natürlich alles andere als gut. Riesenkontermöglichkeit jetzt. Anton, langer Ball. Füllkrug, gut dazwischen. Grätsche geht auch nochmal ins Leere. Nächste Partie gegen Dortmund, Jungs. Ihr seht's. Noch wichtiger dementsprechend, dass wir da heute mal wieder 3 Punkte eingefahren haben. Und nicht gegen Dortmund verdammt unter Druck stehen, sondern gegen Dortmund relativ befreit dann wieder aufspielen können. Großkreuz. Green mit dem Doppelpass. Julian Green kann da mal Gas geben über die linke Seite. Hat da mal Platz. Green zieht in die Mitte. Guter Ball. Gut gespielt. Wood legt ab auf Brekalo, der sich leider nicht durchsetzen kann. Und Prip hat den wieder. Oh, da kam gerade ein Ergebnis rein. Ich habe nicht geguckt. Bayern gegen Dortmund, wie es da aktuell steht. Mal schauen, ob sich die Dortmunder vor dem Spiel gegen uns nochmal gegen Münchner Selbstvertrauen holen. Brekalo wieder. Wood ist da am Ball. Bobby Wood. Guter Ball. In die Mitte gelegt. Da ist die Chance jetzt für Brekalo und dann ist der Ball drin. 4:1. Bobby Wood macht die Kirsche rein. Die gute Abschlussaktion da von ihm. War gar nicht so einfach zu nehmen. Vorher Brekalo, dessen Schuss ein bisschen so mittig war. Und damit, denke ich, war das jetzt der Schlusspunkt in dieser Partie. Höchster Sieg in der Bundesliga, oder? Zumindest, wenn wir hier Trainer waren bei Stuttgart. Bobby Wood mit seinem 2. Türchen und damit mit seinem 9. insgesamt in der aktuellen Saison. In Spieltag Nummer 11. Wahnsinn. Bobby Wood, unfassbar wichtiger Mann bei uns. Aber sowas von. So, Sané, die letzten 2 Minuten plus Nachspielzeit. Und dann war es das hier gewesen. Brekalo nochmal verletzt. Ist jetzt aber ja auch ausgewechselt worden. War da komplett am Limit. Hat nochmal eine super Aktion gezeigt. Und jetzt also nochmal die Chance vielleicht für Grifo. Gut, der Ball nochmal nach vorne. Bobby Wood, der wird doch nicht nochmal. Der wird doch nicht nochmal. Bobby Wood sucht dann einen Mitspieler, findet ihn leider nicht. Und das war ein Foulspiel. Aber der Schiedsrichter pfeift noch nicht ab. Oder? Nee, der will noch nicht abpfeifen. Es gibt nochmal den Freistoß. 3 Minuten hat er angezeigt. 36 Meter Entfernung. Das ist jetzt nochmal Rudi. Guter Ball. Gut abgelegt. Und dann war es leider ein bisschen zu viel gespielt. Jetzt ist Schluss. Wir gehen rein. Ein 4:1. Am 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga in einem direkten Kracher-Duell gegen Hannover 96. Ganz wichtig natürlich der frühe Elfmeter und die frühe rote Karte. Ihr seht es aber. 10 Schüsse, 7 aufs Tor, 92%. Passgenauigkeit, 58% Ballbesitz. Das war genial. Und damit gucken wir natürlich auch mal rein. Bobby Wood mit einer 9,5 Man of the Match. Dann Großkreuz eine 9,3. Gentner 9,4. Mané 9,0. Und Ofori 9,2. Also das ist das allererste Mal jetzt hier in 54 Parts. Und bei allen Man-of-the-Match-Umfragen, die wir hatten, dass alle 5 Spieler eine 9,0 hatten. Oder halt mehr sogar. Ziemlich krasse Geschichte. Von dem her, stimmt gerne wieder ab. Oben rechts über die Infobox, über die Umfrage, wer euer Man-of-the-Match ist. Und die Dortmunder verlieren mit 3:0 zu Hause gegen die Bayern. Boah, also die haben ein bisschen Druck jetzt gegen uns. Hoffenheim 1-0 Gladbach, Bremen 2-1 Hertha und Köln gegen Mainz unentschieden. Das soweit also die Partien, Freunde der Nacht. Huiuiuiui. Und wir stehen mit 15 Punkten da. Oh nee, ich glaube Brekalo hat sich da ein bisschen doller verletzt scheinbar. Gucken wir jetzt erstmal rein, wenn wir da vielleicht nochmal mit reinnehmen können. Havertz, haben wir Havertz schon mal trainiert? Ich bin mir gerade unsicher. Ja, sollten wir aber, dass die Ausdauer da auf jeden Fall ein bisschen hochgeht. Dann simulieren wir das Ganze mal. Sehr schön. Und dann gucken wir uns das Ganze gleich nochmal an. Brito geht hoch auf eine 69. Havertz Ausdauer, die muss halt echt noch ein bisschen hoch, ne? Die muss echt noch ein bisschen hoch. Aber gut, ist ja einer für die Zukunft. Alles gut. Dann lass uns nochmal die letzten Tage vorangehen und dann gucken wir uns noch die Tabelle natürlich an vor der Partie gegen Dortmund. Wir sind ja fast Tabellennachbarn, haben wir gerade da unten gesehen. Dortmund, Stuttgart, fast Tabellennachbarn, Wahnsinn. So, die Dortmunder auf Platz 5 mit 21 Punkten, wir auf Platz, huch, das wollte ich nicht. Wir auf Platz 7 mit 15, 6 Punkte mittlerweile Vorsprung auf Relegation und auf direkten Abstiegsplatz. Das ist sehr, sehr gut, sind aber trotzdem nur 2 Spiele, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ne? Und ja, ihr seht, also ich würde mal fast sagen, bis Mainz ist das Mittelmaß, so das absolute Mittelmaß. Dortmund nur nach oben, die kämpfen und der Rest nach unten kämpft irgendwo. Also da sieht man ganz klar den Knick in der Tabelle in der Fußball-Bundesliga. Aber dazu dann mehr im nächsten Part. Ich will jetzt nur noch mal ganz schnell abchecken. Erstens mal, was wir da für Nachrichten haben. Pressekonferenz, da würde ich fast sagen, ich lobe jetzt mal einen einzelnen Spieler und zwar Bobby Wood. Ich meine, wir können eigentlich mehrere loben, aber ich lobe jetzt mal Bobby Wood nach seinem Türchen.
Scouting-Liste, das haben wir schon gemacht. Özcan, bla bla bla. Und dann will ich noch schnell reinschauen, wie es jetzt aktuell aussieht. Das war jetzt der erste Sieg seit wie vielen Bundesligaspielen? 1, 2, 3, 4, 5. Also, 5 Bundesligaspiele in Folge hat man keinen Sieg mehr. 3 Unentschieden, 2 Niederlagen und jetzt gegen Hannover 96 gewonnen. Ganz wichtig. Dortmund steht vor der Tür. Und dann noch der harte Dezember, wo wir ein bisschen rotieren müssen. Unter anderem mit dem DFB-Pokal gegen Hoffenheim. Aber gut. Dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, das war's von mir erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Checkt die Links in der Videobeschreibung für Coins, Gamecards und Co. bei MMOGA oder IG Vault. Und damit bin ich raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.